Der Spatz ist ein Lebens- und Erfahrungsraum, in dem kleine und große Menschen jeden Tag neu dazulernen können. Wenn ein Jugendlicher zu uns in die Schule kommt, dann war er ja bereits oft auf mehreren anderen Schulen. Viele unserer Jugendlichen haben Psychiatrieerfahrung und sie haben von sich ein Selbstbild, dass sie als Loser, als ich kann sowieso nichts hier ankommen, und dieses Selbstbild erstmal zu verlernen, ist das allererste, was hier passieren muss. Wie kann das gelingen? Das kann nur dadurch gelingen, dass die Jugendlichen sich in ihrer Wirksamkeit erleben und erfahren am eigenen Körper und am eigenen Leib, dass ihnen Arbeitsprozesse gelingen. Lernen und arbeiten ist bei uns ganz oft als Synonym gesetzt, weil wir hier einen Ansatz haben, in dem wir ganz pragmatisch, ganz praktisch und ganz handlungsorientiert unsere Lernprozesse gestalten. In anderen Schulen, da musst du die Lehrer mit Guten Morgen, Herr Schönewolf oder so anreden. Hier kommst du rein, Guten Morgen Jutta, Guten Morgen Thomas. Und voll nett und so. Und da ist dann auch reinkommen, es klingelt ab in den Unterricht, sondern erstmal Frühstück, dann Morgenrunde, dann tun wir in die Klasse gehen, dann kommt auf die Gruppe drauf an, ob da nochmal Stuhlkreis ist. Aber es ist ein geregelter nicht, aber entspannenderer Arbeitsanfang. Nach dem Frühstück gibt es ja um 8 Uhr die Morgenrunde, wo sich alle Leute der Schulgemeinschaft dann rund um den Ich-wünsch-mir-was-Teppich zusammensammeln und an der Tafel ja jeden Tag ein neuer Tafelanschrieb steht, der Orientierung der Kinder und auch der Erwachsenen dient, wo die einzelnen Lernangebote an der Tafel deutlich sichtbar sind. Die Lernangebote werden in Form von Angeboten tatsächlich dargeboten. Da steht nicht einfach Mathe dran, sondern da steht üblicherweise irgendwas dran, was eine Brücke schafft für die Kinder und Jugendlichen, sich auf ein Thema einzulassen. Gruppe 4, sprich die 8-9-Klässler, haben heute Morgen einer Lehrerin, die sich bei uns bewirbt, nochmal deutlich gemacht, welche Qualitäten ein Lehrer oder Lehrerin bei uns in der Schule mitbringen sollte. Anschließend haben sie eine Lesezeit gehabt und im Moment arbeiten sie mit ihrer Klassenlehrerin Brigitte zum Thema Faschismus. Dies ist natürlich ein großes Thema. Nächste Woche ist eine Führung mit einem Freund von uns geplant, der die Jungs in die Offenburger Geschichte zum Faschismus einweihen wird und dies nicht per Arbeitsblatt, sondern indem sie einen Rundgang machen durch Offenburg und sich verschiedene Stellen angucken, was hier in Offenburg war in der Zeit des Faschismus. So, den Kickboxer. Die Dinger hier wurden angesägt, dann im Autogenschweißgerät richtig hingebogen. Grundsätzlich machen Spatzen im Laufe ihrer, zumindest Hauptschulzeit, ja ganz viele kleine Projekte. Wir setzen den Projektbegriff sehr hoch an. John Dewey hat Maßstäbe gesetzt dafür, was ein Projekt ist und was nicht. Das üben die Kinder und Jugendlichen und es ist uns natürlich total wichtig, dass sie in ihrer Teamfähigkeit gestärkt werden und dass sie planvoll und strukturiert ihre Arbeitsschritte gemeinsam gehen können. In diesem Schuljahr war es so, dass es bei der Projektprüfung 2 Themen gab. In diesem Jahr hatten wir 5 Schüler dabei, also hat eine Gruppe sich schnell zusammengefunden, um den Rennschlitten zu bauen aus Metall.
Die andere Gruppe, die aus Jugendlichen bestand, die Achtklässler sind, die aber trotzdem die Projektprüfung mitgemacht haben, haben sich entschieden, ein Puppenhaus zu bauen für die kleinen Schwestern eines Jugendlichen. Und jetzt würde ich dich bitten, dass du deine Kärtle holst und mir jetzt schon mal als Probe den ersten Satz sagst. Könntest du das Ganze jetzt mal so machen, dass du mit beiden Füßen auf der Erde stehst? Du bist nämlich gerade, du hängst einen Meter über der Erde. Ich sehe es genau. Also das Projekt war mein Puppenhaus für und ja. Und ich mache jetzt mal auf. Das Erste, was wir beim Schlittenbau machen mussten, war ja die Skizze. Ganz aus, wie das aussehen soll. Ich habe meine Skizze aufgehängt. Schiene 1,20 lang. Die untere Schiene hier 3 mm breit. Hier schießt 6 mm. Habe da auch schon geschweißt, Schutzgasschweiße, gefeilt, geflext. Also alles, was man da im zukünftigen Beruf eigentlich machen muss. Hier ist unsere Hütte. Da haben wir geschlafen und unser Projekt auf hergestellt. Und was passiert, wenn man zum gemeinsam isst? Was hat das mit der Teamfähigkeit zu tun? Vielleicht stärkt es das Team. Wir haben uns vor vielen Jahren entschlossen, die Projektprüfung gleich im Oktober oder November am Anfang des Schuljahres zu machen, weil es dem Gruppenprozess dient, natürlich insgesamt der Gruppe, weil man sich anders kennenlernt, wenn man 3-4 Tage zusammen auf einer Hütte im Schwarzwald ist, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass alle Jugendlichen in der Projektprüfung sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen und weil sie damit alle wissen, ich kann meinen Fähigkeiten vertrauen, ich weiß, dass ich was kann und wenn ich diese Projektprüfung geschafft habe, die der erste Baustein ist von der Hauptschulabschlussprüfung, dann habe ich das schon mal in der Tasche und werde die anderen Prüfungen mit links einfach auch noch machen. Wie ist es jetzt, wenn ich jetzt sage, du bist jetzt fertig mit der Prüfung? Du hast es geschafft? Erleichtert, endlich habe ich dann schon mal eine Note für meinen Hauptschulabschluss. Und was glaubst du, wie bist du mit dir zufrieden? Sehr gut. Was du präsentiert hast? Du bist mit dir zufrieden? Sehr zufrieden. Dann sage ich dir, wir sind es auch. Und ich finde, der hat in der Darstellung auch gezeigt, wie viel der mitgenommen hat aus dem Projekt. Er hat unheimlich viel gesagt. Wir haben eine Zeit lang gedacht, der rutscht gar nicht so viel mit. Ja. Und vor allen Dingen seid ihr auf der Spur, euer Leben weiter zu gestalten. Weil ihr habt was auf dem Kasten, dann müsst ihr nur loswerden, das Ganze. Dann müsst ihr euch einfach trauen, dran zu gehen. Und dann funktioniert es. Dann kommen wirklich ganz tolle Sachen dabei raus. Und ihr könnt es. Macht weiter so. Wenn ich mich dahinter klemmen würde in Mathe, dann könnte ich mit Leichtigkeit den Realschulabschluss noch nachholen. Oder halt weitermachen. Nochmal ein oder zwei Jahre Schule? Nein. Also wenn es nicht im Spaß wäre, dann nicht. Dann würde ich schon lieber gern arbeiten gehen. Und dann kann der Herr Martin anfangen. Wisst ihr denn schon, in welche Richtung es beruflich gehen kann? Stuckateur, ich glaube, das hast du schon gesagt. Was machen die, wenn sie nichts kriegen? Hartz IV melden. Meinen beruflichen Inhalt sehe ich daran drin, Jugendliche zu begleiten, dass er die richtige Ausbildung findet, ja, und eine Ausbildung kriegt. Ja. Für mich ist halt dann rauszuhören oder rauszukitzeln, ist manchmal schwierig, dass man beides, dass es im Jugendlichen Spaß macht und das kann man fast im Gespräch schon manchmal raus erkennen. Wir sind die einzigen im Ortenaukreis, die Jugendliche überhaupt auch noch in unsere Schule und in die Tagesgruppe aufnehmen und unsere Plätze sind sehr begehrt. Je nach Struktur, je nach Anzahl der Schüler planen wir, welche Gruppen, wie wir die Gruppen aufteilen. In diesem Schuljahr ist es so, dass die 8. und 9. Klasse zusammen ist. Jetzt würde ich vorschlagen, dass man vielleicht schon auch in die Einzelgespräche geht. Für den, der wirklich will, dich wäre es interessant, weil du nächstes Jahr fertig bist. Und für dich wäre es interessant. Einzelgespräch, Einzelberatung, da geht es im Prinzip darum, in welche Richtung kann der Jugendliche gehen, ist er ausbildungsreif, kann man ihm Stellen zuschicken, was kann man für ihn machen, was gibt es schulische für Möglichkeiten, wie er sich entwickeln kann.
So, Frage 1. Der Marco will sich wirklich anstrengen und will ein gutes Zeugnis. Ich will auf jeden Fall keine einzige Drei haben. Okay, super. Das ist schon mal die erste gute Voraussetzung. Wenn ich Stelle habe, kriegst du nur Stuckateurstelle. Andere noch nicht. Ja? Mhm. Wenn du mir eine Mail schickst und sagst, Herr Martin, der Fliesenleger will ich aber auch noch, schick's mir, nehme ich's auf, guck nach Stelle und schick sie dir zu. Ich habe halt schon Bedenken in der Berufsschule, wenn es mit dem Stuckateur klappt, ob ich es aber wirklich schaffe, also durchziehenmäßig. Wieso hast du Angst? Ja, vom Schulischen her. Du hast doch. Ja, super Voraussetzungen. Das ist ein Spaß so, weil wir dann Einzelbetreuung haben bei den Lehrern und so. Aber da ist es ja anders, das sind dann 30 Schüler in einem Raum. Da kannst du hingehen, Herr Lehrer, kommen Sie mal bitte. Andererseits würde ich mir dann jetzt selber so große Angst machen, weil wenn du jetzt hier die Note machst und der Wille da ist, wirst du im anderen Bereich sicherlich auch gute Ergebnisse erzielen. Und den Hauptschulabschluss, den er hier erwerbt, ist ein gleichwertiger Hauptschulabschluss wie an jeder anderen Schule auch, nur dass die Betreuung anders ist. Ich würde sagen, fast der Spaß ist einzigartig. Das macht, glaube ich, keine andere Schule so, wie es jetzt hier ist, als, dann noch als Hauptschule. Positiv ist, dass der Lehrer halt engeren Kontakt zum Jugendlichen hat. Der Spatz ist wie eine zweite Familie. Und deswegen fällt es mir auch so schwer, hier wegzugehen, wenn ich weggehen muss. Das ist scheiße. Justin, ich finde, du kannst mega stolz sein darauf, dass du überhaupt hier angetreten bist. Deshalb frage ich dich, wenn du willst, dass das am Samstagmorgen gefeiert wird, dann sag mir Bescheid, vor 12 Uhr. Okay? Dein Sieg, dass du das hier gemacht hast. Also ich finde es manchmal zu locker, wo ich dann mit der Frau Krause ein bisschen aneck, weil ich sage, das ist schon richtig so und ich wäre halt für mehr Disziplin. Ja, nicht da einfach, wenn der Kopf zu voll ist, dann geht man halt mal raus aus dem Klassenzimmer oder verschwindet halt mal kurz weg. Vorteile bei der freien Schule Spatz ist, man hat, wenn man jetzt mal zum Beispiel nicht gut drauf ist, man ist sehr aggressiv und man geht jetzt da raus, dann kommen die nicht gleich mit Ja zum Rektor, Schulverweis und so. Wenn man sich beruhigt hat, kann man wieder ins Klassenzimmer kommen und kann dann weiterarbeiten. Und dass man halt auch Spaß dran hat, morgens in die Schule zu kommen oder dass man nicht gerne schon wieder in die Schule, sondern ja, dass man gerne in die Schule geht. Die Vorbereitung ist wahrscheinlich schon mit Sicherheit teilweise gut. Ja, aber wenn sie dann mal wirklich richtig auf der Straße oder im Berufsleben drin stehen, das sind halt andere Anforderungen. Ja, da müssen sie sich halt viel selber erarbeiten. Und wenn das dann nicht so funktioniert, dann sehe ich halt schwarz. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Entwicklung ist positiv hier. So, was ich von vielen Jugendlichen, dass die doch irgendwo ihren Weg dann machen, in der Ausbildung kommen und dann über die Ausbildung auch eine gewisse Selbstsicherheit gewinnen und einen Schritt ins Leben machen und da sich eigentlich ganz gut verkaufen. Ich kümmere mich hier hauptsächlich ums Fach OIB, Orientierung im Berufsleben. Das heißt, die Jugendlichen, die jetzt das 9. Schuljahr besuchen, das 8. Schuljahr, wo es um die Berufsorientierung, um Berufswahlentscheidung geht. Von betrieblicher Seite kommen die Fragen natürlich, was ist die freie Schule Spatz? Ja, man erklärt dann, dass es eine Schule für Erziehungshilfe ist, dass die Jugendlichen alle irgendwo ein Problem haben. Was für Probleme das sind, da gehen wir individuell auch ein, damit der Betrieb auch genau weiß, was für ein Jugendlicher er hat. Was ich aber bisher bemerkt habe, dass es in Betrieben bisher noch keinen Unterschied gab. Für Betriebe draußen ist es einfach wichtig, dass der Jugendliche diese Kernkompetenzen mitbringt. Ist er pünktlich, ist er zuverlässig und sowas. Und das spielt eine Rolle. Ja? Und da ist es egal, ob es ein Schüler von einer normalen Schule ist oder ob es ein Schüler vom Spatz ist. Ja? Also normale Hauptschule mache nur 2 Praktikums. Wir machen die Schule 6. Ich habe bisher schon alle 6 Praktikums gemacht. 3 habe ich bei einer Dachdeckerei gemacht. 1 habe ich im Kindergarten gemacht und das andere in der Schreinerei. Und jetzt hat halt das Praktikum zum Konstruktionsmechaniker. Zu ganz, ganz großen Prozentzahlen machen die Spatzen ihre Ausbildung zu Ende. Zu ganz großen Prozentzahlen hängt das auch mit der Fingerfertigkeit, mit dem Fingerspitzengefühl und dem Humor des Ausbilders zusammen, der zusammenpassen muss mit
der Einzigartigkeit des jeweiligen Spatzen, der da ankommt, der grundsätzlich immer handwerklich richtig gut ausgebildet ist, aber in seinem Sozialverhalten oder in seinem Gruppenverhalten einfach noch weitere Bestärkung braucht und eine Person, an die man sich wenden kann. Das ist für Spatzen ganz wichtig. Und Spaß machen tut? Was finde? Immer noch der Beruf? Ja. Willst du ihn immer noch? Ja. Kriege ich ihn jetzt weg davon? Ja. Na, ist gut. Und wie viele Praktikum ist das? Das fünfte. Das fünfte bei Falk? Mhm. Ja, jetzt kennst du die Firma. Er hat gesagt, man merkt, dass du schon öfters da warst. Ne? Mhm. Kennst du schon aus? Schon komplett. Es sind hier, man braucht mehr Zeit. Sie müssen einfach intensiv auch betreut werden. Aber man sieht, es gibt Frucht. Es läuft was, es geht was, Schritt für Schritt. Aber die Woche ist jetzt bald wieder rum, ne? Morgen ist der letzte Tag. Leider. Und hast du morgen dann noch ein Gespräch mit der Frau Hollenberger, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Also ich würde auf jeden Fall hingehen. Ja. Mal Danke sagen, dass du wieder Praktikum machen durftest. Und wie es aussieht mit Ausbildung, muss man fragen. Ne? Ja. Das ist mal wichtig. Ach, der Eindruck ist, man könnte ihn nehmen. Wenn er so bleibt, wie er sich im zwischenmenschlichen Bereich verhält, sind wir zufrieden. So, schön, dass du da bist. So, Mirko, komm rein. Du warst ja im Praktikum oder bist noch im Praktikum? Ja, für noch morgen. Und wo bist du jetzt? Stahlbaumüller. Stahlbaumüller, ja. Wie gefällt es dir da? Sehr gut. Sehr gut. Und was für einen Beruf geht es jetzt da? Konstruktionsmechaniker. Der Konstruktionsmechaniker. Auf den Beruf kam ich großteils durch die Projektprüfung. Durch das Schweißen, da habe ich in der Jugendberufshilfe, wo mit unserer Schule zusammenarbeitet, habe ich mir mal die verschiedenen Berufe angeguckt. Industriemechaniker, Konstruktionsmechaniker, Zerspannungsmechaniker. Und von denen hat mir am meisten zugesagt Konstruktionsmechaniker, weil da halt viel Schweiße ist und nicht nur an der Maschine rumsteht. Ja, meinst du, das wäre der richtige Beruf für dich? Ja. Also ich würde auch, wenn jetzt nicht gerade Konstruktionsmechaniker, würde ich noch Industriemechaniker und Zerspannungsmechaniker. Also ein Metallbereich auf jeden Fall. Das würde am meisten Spaß machen. Mhm. Gut. Also, dann wird der Herr Karcher wahrscheinlich morgen zu dir sagen, er meldet sich dann in 3 Wochen wieder und sagt dir dann Bescheid. Und dann hoffst du halt, dass du da hin kannst, oder? Ja, da hoffe ich. Gut. Dass ich da und die Ausbildung habe. Und das eigentliche Ziel unserer Schule ist es, dass die hier mit dem aufrechten Gang rausgehen können, ihr Leben selbstständig führen können, dass Spatzen in der Welt draußen bestehen können. Sie lernen Stück für Stück ihren eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Ich wünsche mir für meinen Sohn Marco, dass er das Selbstbewusstsein, was er hier bekommen hat, für seine weitere Zukunft beibehält. Heute Nachmittag um 2 gehe ich meinen Ausbildungsvertrag unterschreiben und dann ist endlich alles sicher und unter Dach und Fach. Ich bin stolz auf dich. Ich auf mich auch. Ja, entscheidend war die Hilfe von der Jugendberufshilfe, von Andreas, der hat viel für uns gemacht, für mich und für den Marco. Der Marco geht jetzt bei Falk seinen Ausbildungsvertrag unterschreiben, um 2 hat er den Termin. Und ich krieg nächste Woche Bescheid gesagt vom Herrn Schäfer, wann ich kommen kann. Wir fahren jetzt seit vielen Jahren nach Italien und verbringen in Pietraliguore, unserer Partnerstadt, dann die Abschlussfahrt. Mir ist es wichtig, auf jeden Fall ins Ausland zu fahren, damit sie sich in der Fremde erleben. Damit sie erleben, wie eine andere Kultur funktioniert, mit allem, was dazugehört, mit dem Essen, mit Gerüchen, mit einer Natur, die wir auch erkundet haben. Und auch damit, dass bestimmte Abläufe einfach anders sind. Da geht man mittags nicht einkaufen, weil mittags Siesta ist und die Geschäfte erst wieder um 4:30 aufmachen. Das hat einen Tag gedauert, bis Spatze das kapiert haben, dass das Sinn macht, das so zu machen. In einem Land, in dem es mittags 35 Grad hat. Italien war einfach geil. Es war anders als hier, also, weil manche Leute nicht verstanden, was zum einen positiv war, zum anderen negativ. Die heißen einen mit ihren Rollern fast um und vor allem die fahren durch Fußgängerunterführungen, fahren die im Auto durch, wo auf beiden Seiten so viel Platz ist. Und wir waren noch mittendrin. Das geht bestimmt. Die Idee zu dem Walk of Spatz ist in Italien auf der Veranda entstanden. Die Spatzen haben sich überlegt, welche Spuren sie hinterlassen können, hier, für die anderen Spatzen. Weil alle sehr, sehr traurig sind, dass sie unsere Schule hier jetzt erstmal verlassen müssen. Wir wollen Handabdrücke machen für den
Walk of Fame, also so wie in Hollywood. Ja, gut. In Baden-Württemberg gibt es wie überall in der Republik viele Diskussionen darüber, wie wir unsere Schule insgesamt organisieren. Bei uns ist das Thema Gemeinschaftsschulen natürlich ein ganz großes Thema. Wir wünschen uns, dass wir mit anderen Schulen kooperieren können. Wir wünschen uns, dass wir als SPATZ weiterhin eine Chance haben zu arbeiten, weil wir uns nicht vorstellen können, unsere Jungs in eine andere Schule einfach so alle zusammen unterzubringen. Wir glauben nicht, dass das funktioniert. Wir wünschen uns, dass sich Regelschule weiter öffnet in reformpädagogische Richtungen. Damit meine ich, dass alle Schulen Lebens- und Erfahrungsräume werden, in denen sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen und wo Lernen und Forschen überhaupt gelingen kann.